Attacus Atlas, einer der größten Nachtfalter der Welt. Phylium giganteum, was aussieht wie Blätter, sind Gespenstschrecken. Dynastes Herkules, zusammen mit dem Riesenbockkäfer der größte seiner Art. Eine kleine Auswahl aus Adrian Kosakiewiczs Sammlung. Der Züchter inszeniert seine Insekten und Spinnen in Internetvideos und begeistert damit Millionen Zuschauer. Berührungsängste? Fehlanzeige. Ich hatte schon immer Insekten zu Hause gehabt. Ich habe immer Insekten gehalten, Insekten gefangen von draußen, immer gezüchtet. Das gehört dazu, das gehört zu mir, dass ich Insekten habe und halte. Und das ist etwas Normales. Weit mehr als eine halbe Million Menschen folgen ihm allein auf Facebook. Neben seinem Insektenhandel verdient er mit der Lizenzierung der viralen Videos Geld. Zwischen 200 und 400 Euro erhält er pro Clip. Dazu kommt oft noch eine Gewinnbeteiligung. Je skurriler der Content, desto höher die Chance, seine Videos an Agenturen zu verkaufen. Die Bestseller sind seine Selfie-Videos. Das fühlt sich normalerweise nicht schlimm an, außer es sind zum Beispiel jetzt große Gespensterschrecken, die ziemlich große Krallen haben und sich irgendwo nicht zwischen den Augen, aber neben den Augen so reinkrallen. Das ist eher unangenehm. Und was auch sehr unangenehm war, war schon die größte Schnecke der Welt, die ich aufs Gesicht hatte. Ja, die war eher zu glitschig. Drehplatz für die Videos ist eine Einfamilienhaussiedlung in der Nähe von Karlsruhe. In dem Keller seiner Eltern herrschen 24 Grad Celsius. So mögen es die Tiere am liebsten. Wie diese Goliath-Käfer, die bis zu 11 cm lang werden und in Afrika heimisch sind. Ein anderes Highlight, seine australischen Riesenschaben. 250 Euro ist ein Paar bei Sammlern wert. Rund 50 Insekten- und Spinnenarten besitzt Adrian Kosakiewicz. Die meisten von ihnen sind Gottesanbeterinnen. Es gibt Arten wie diese, die sich perfekt den Blättern anpassen, zum Beispiel die imitieren tote Blätter. Es gibt auch natürlich Arten, die lebende Blätter imitieren oder die Blüten imitieren. Es gibt wirklich eine riesige Vielfalt an Arten. Das ist das sehr Spannende und Faszinierende an Gottesanbeterinnen. Adrian Kosakiewiczs Insekten sind pflegeleicht. Während seine fleischfressenden Gottesanbeterinnen nur lebende Tiere wie Heuschrecken oder Spinnen essen, bekommen die Stabheuschrecken aus Madagaskar alle drei Tage frische Brombeerblätter serviert. Insekten sind die größte Tierklasse überhaupt. In den tropischen Regenwäldern leben noch viele unentdeckte Arten. Drei- bis viermal jährlich geht der gebürtige Pole auf Entdeckungstour nach Südostasien, um neue Tiere mitzubringen. Natürlich nur solche, die nicht unter Artenschutz stehen. Exotische Insekten als Ware und Haustier. Regelmäßig beschweren sich Tierschützer bei ihm. Viele Leute vermenschlichen auch das zu sehr, die Insekten. Die haben kein Bewusstsein, aber das Einzige, was die empfinden, ist Temperatur, Luftfeuchtigkeit, die Nährstoffe in den Futtertieren, was die fressen zum Beispiel. Und das muss man einfach anbieten, dann ist alles gut. Ne? Der Erfolg in den sozialen Medien zieht längst nicht nur Insektenfans an. 2017 lud ihn die italienische Marke Gucci samt Insekten zu einem exklusiven Mode-Event nach Florenz ein. Besonders gut kommen diese Dorngespenstschrecken bei seinen Fans an, wegen des hohen Skurrilitäts- und Ekelfaktors. Mit jedem Video steigt auch die Popularität von Insekten als Haustier. Ich bekomme schon immer mehr Anfragen. Merke ich schon auch jedes Jahr, dass es immer mehr Leute interessiert sind, Insekten zu halten, anstatt vielleicht zu Reptilien zu halten. Insekten und Wirbellose allgemein ist eher was Neues, also ein neues Markt. Insekten. Für die einen Plagegeister, beängstigend und eklig, für Adrian Kosakiewicz die spannendsten und schönsten Tiere der Welt.